Irgendwas tut's da. Und das war der Start zu unserem dritten Tagesbewerb von außen. Gleich Staccato, der hier in Front geht. Dahinter an der Innenkante Ponte Venus vor Royal Baloo. Dann ist auch Whiteland Charlie gut ins Rennen gekommen. So wie Blackjack Venus, Boogie Woogie, Redut und Nanuka. Dahinter Joyride Venus und auch Xena Venus, die aus dem dritten Band sehr gut weggekommen sind. Programm Nummer 4, Discgalopp 4, Dis. In Führung ist jetzt Ponte Venus. Dahinter an zweiter Stelle Royal Baloo. Außen kommt nun Staccato weiter. Dahinter an vierter Stelle sehen wir Whiteland Charlie. Staccato, der hier ums Kommando bemüht ist. Innen Ponte Venus, die hier ein flottes Tempo anschlagen. Staccato außen drückt weiter aufs Kommando. Innen Ponte Venus. Fünf Dis, Galopp, fünf Dis. Der Zweikampf hier an der Spitze. Jetzt hat Staccato das Kommando übernommen. Dahinter Ponte Venus an zweiter Stelle vor Royal Baloo, Whiteland Charlie. Außen kommt auch schon Joyride Venus. An der Innenkante Boogie Woogie vor Redut. Dann Xena Venus. Und den Abschluss unseres Pulks hier macht Nanuka. Hier wird Ponte Venus gleich in die zweite Spur beordert, auch Royal Baloo beordert sie hier in die zweite Spur. Ponte Venus drückt aufs Kommando und bekommt auch gleich wieder die Führung. Ponte Venus in Front, dahinter an zweiter Stelle Staccato, dann außen Royal Baloo vor ihnen, Whiteland Charlie, Joyride Venus vor Boogie Woogie, dann sehen wir Xena Venus vor Redut. Die Teilnehmer das letzte Mal auf der Stahlseite. Hier nach wie vor Ponte Venus in Front. Dann an zweiter Stelle außen attackiert nun Whiteland Charlie, während Ponte Venus hier das Tempo wieder in die Höhe schraubt. Dahinter Whiteland Charlie an zweiter Position vor Joyride Venus. Dann innen Staccato und Royal Baloo. Und von hinten kommt ja auch noch Nanuka. Weiter in Führung, Ponte Venus wird hier außen bedrängt von Whiteland Charlie. Dahinter kommt nun Joyride Venus immer weiter innen. Ponte Venus daneben, Whiteland Charlie in dritter Spur, Joyride Venus. Diese drei Teilnehmer hier wohl um den Sieg. Innen Ponte Venus daneben sehen wir Whiteland Charlie und außen Joyride Venus. Innen Ponte Venus kann immer wieder zulegen. Innen Ponte Venus. Ponte Venus oder Whiteland Charlie, das Rennen geht an. Ponte Venus vor Whiteland Charlie und Joyride Venus.